Heute werde ich dir kurz das Punktesystem in der Oberstufe bzw. in der Kursstufe erklären. Bisher war es ja so, dass du Noten bekommen hast. Noten auf der Skala von 1 bis 6 und 1 ist die beste Note, 2 ist die zweitbeste Note und dann gibt es halt die 6 und das ist die schlechteste Note. Und so war das letztendlich. Dann konnte man auch Durchschnitte bilden, das heißt, wenn du eine 1 und eine 2 bekommst in einem Fach, dann war der Notendurchschnitt in dem Fach 1,5. Und auf dem Zeugnis wurde das dann meistens auf eine 2 gerundet. Jetzt nochmal als Beispiel. So hat das Ganze funktioniert. Und manchmal hattest du halt ein Plus und ein Minus an der Note. Manche Lehrer machen das, andere nicht. Je nachdem, kommt auch ein bisschen auf die Schule an, damit du halt sehen kannst, okay, war das jetzt eine gute oder eine schlechte 1? Ja, damit das nochmal ein bisschen quasi höher aufgelöst ist, die Bewertung. Allerdings ist dieses Plus und Minus nicht in die Schnittberechnung eingegangen in den meisten Fällen, sondern war mehr so für dich, damit du merkst, okay, war jetzt eine gute oder schlechte 1. Ja. Aber in der Oberstufe ist das System anders, ja, oder auch in der Kursstufe. Das sind quasi zwei Worte für dasselbe, je nachdem, in welchem Bundesland du bist. Und dort ist es so, dass die Skala anders aussieht, nämlich 1 bis 15, beziehungsweise eigentlich 0 bis 15. Ja, 0 bis 15. Und 15 ist plötzlich die beste Note, die du bekommen kannst. Und 0 ist die schlechteste Note. Ja. Und letztendlich kannst du das auch wiederum in die Notenskala umrechnen. Das heißt, 15 Punkte sind die 1 plus. 14 Punkte sind die normale 1. 13 Punkte sind dann die 1 minus. 12 Punkte sind die 2 plus. 11 Punkte sind die normale 2. Ja? Und so weiter und so fort, bis runter zu 0 Punkten quasi, was dann quasi eine 6 entspricht. Genauso kannst du das Ganze dann, wenn du deine Noten berechnen willst, was übrigens sehr wichtig ist, immer seinen Notendurchschnitt in jedem Fach und auch insgesamt zu wissen, wenn du deine Noten berechnen willst, kannst du die Punkte quasi dann auch interpretieren als Kommanoten. Das heißt, was ich damit meine, eine 14 Punkte wäre zum Beispiel äquivalent zu 1,0. Und 13 Punkte könnte man zum Beispiel rechnen mit 0,66 oder 0,6 Periode. Ja? Er ist dann quasi besser als 1,0. Deswegen kann jemand übrigens auch rechnerischen Abiturschnitt haben, der besser ist als 1,0. Steht dann trotzdem wie bei mir 1,0 auf dem Abizeugnis letztendlich. Aber du hast dann trotzdem Abitur besser als 1,0, wenn du ganz häufig 15 Punkte bekommst, was dann ja quasi 0,66 entspricht. Ja? Genau. Genauso wären dann 13 Punkte, ja, wer hat nicht 1,0, sondern es hat die 1 minus und das könnte man dann zum Beispiel rechnen mit 1,33, ja, wenn du Noten ausrechnen willst. Genau, das ist so letztendlich der große Überblick oder der grobe Überblick. Ja. Und wichtig ist es jetzt, dass du verstehst, dass es eigentlich da gar keinen großen Unterschied gibt, ja, zu dem, wie es vorher funktioniert hat, nur, dass die Skala quasi höher aufgelöst ist. Ja. Das heißt, vorher hast du halt entweder eine 1 oder eine 2 bekommen, jetzt nochmal als Beispiel. Und jetzt kann der Lehrer dich differenzierter benoten. Ja? Das heißt, dass der Lehrer jetzt die Möglichkeit hat, dir 13 Punkte zu geben oder 12 Punkte und das dann halt entweder eine 1 minus, ja, oder eine 2 plus. Das heißt, die Skala wird halt hochauflösender und Leistungen werden genauer bewertet. Ja? Und das sorgt zum Beispiel auch dafür, dass du, selbst wenn du ein 1,0 Abitur hast, nicht unbedingt immer überall 1,0 bekommen musst, sondern wenn du halt oft genug 15 Punkte bekommst, also oft genug richtig, richtig gut bist, dann ist es auch mal okay, eine Note zu bekommen, die schlechter ist als 1,0 in einem Fach. Ja? Also du musst quasi nicht in jedem Fach 1,0 haben. Dafür musst du dann in anderen Fächern 0,7 haben. Ja, jetzt nur mal an dem Beispiel illustriert, gilt natürlich auch jetzt für schlechtere Notenkategorien. Das ist das, was du letztendlich dazu wissen musst. Ja? Als kurzer Überblick für dich, damit du dich da ein bisschen orientieren kannst, damit du genau weißt, wie das Punktesystem in der Oberstufe funktioniert, ja, was da auf dich zukommt, beziehungsweise auch, wenn du jetzt schon in der Oberstufe bist, wie das ab jetzt gehandhabt wird. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe Bock, jetzt in der Oberstufe gute Noten zu bekommen, ja, ich habe Bock, nur 13, 14, 15 Punkte zu bekommen, dann kann ich dir dabei helfen, denn ich bin Abiturcoach, mache das Ganze den ganzen Tag, ja, dass ich Schülerinnen und Schülern dabei helfe, mit einem klaren System sehr, sehr gute Noten zu erzielen, am Ende auch ein Top-Abitur zu bekommen, damit dir dann ja, nach dem Abi alle Türen offen stehen, zum Beispiel um deinen Traumstudiengang oder deine Traumuni zu wählen. Was du dafür machen musst, ist, dass du dich einfach auf ein kurzes Beratungsgespräch mit mir bewirbst. Dafür gehst du jetzt einfach auf www.leonmigge.de und füllst das kurze Formular aus und dann hören wir uns bald. Bis zum nächsten Video, dein Leon.